Siehst du das da vorne, diesem Schrein? Ja, genau. Der ist aus dem Fußboden geflüppt wie so ein Pilz. Genau zu demselben Moment, als der Turm auch aus dem Fußboden gefluppt ist. Da findet man kostbare Schätze. Genau, das wird unser Ziel sein. Normalerweise, sage ich auch ganz ehrlich, normalerweise spiele ich Breath of the Wild immer so, dass ich als allererstes mir den zweiten Kreis Ausdauer mit den Siegeln, die man in den Schreinen bekommt, gönne und erst danach auf Herzen gehe und vielleicht sogar, wenn ich relativ gut mit den Herzen eigentlich zurechtkomme mit den Lebenspunkten, dass mir erst danach vielleicht sogar noch den dritten Kreis anfange, den dritten Kreis voll mache und dann auf die Herzen gehe. Hier in der Challenge ist es natürlich so essentiell einfach, dass wir auf die Lebenspunkte gehen. Anders geht's nicht. Wenn die Lebenspunkte alle sind, dann verlieren wir so viel. Dann verlieren wir die Ausrüstung. Im schlimmsten Fall verlieren wir halt wirklich Ausrüstung, die man super dringend einfach gebrauchen kann. Ex. Rhodonit. Okay, genau. Rhodonit. Den dürfen wir behalten, selbst wenn wir sterben sollten. Ich guck schon drauf, was passiert, wenn wir sterben. Aber das eigentliche Ziel ist ja, oder das eigentliche Ziel sollte sein, gar nicht zu sterben. Da bin ich auch relativ zuversichtlich, wenn wir das Ganze hier wirklich vorsichtig angehen. Wenn man nicht drauf losstürmt und einfach knallhart sich in eine Horde von 20 Gegnern reinwirft, dann bin ich eigentlich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das hier ohne Probleme hinbekommen und ja, einfach mit so wenig Toten wie möglich, im Idealfall ohne ein einziges Mal zu sterben, das Ganze schaffen werden, schaffen können. So. Magnetismus in diesem Tempel, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch ein Wächter. So ein kleiner Schnuffelwächter und die sind im Normalfall immer ein relativ großes Problem. Zumindest im Master Mode, würde ich sagen. Weil die natürlich stärker sind als die meisten anderen Gegner, als die meisten anderen Mobs hier. Das Ganze können wir aber zum Glück in den meisten Fällen einfach umgehen oder austricksen. Das ist ja natürlich auch eine Möglichkeit. Und hier im ersten Schrein, oh, ich liebe es. Ich liebe es hier im ersten Schrein, diese Möglichkeit wirklich zu fahren. Hier kann man so gut, so einfach den Gegner, der da rumsteht, rausnehmen und den besiegen, ohne dabei selbst Schaden zu nehmen, ohne irgendwie sich selbst in Gefahr zu bringen. Und das ist halt wirklich ein riesengroßer Vorteil, vor allem bei solchen Challenges. Dann gibt es natürlich hier auf dem Hochplateau auch noch so einen großen Steingolem. Und der ist eigentlich, ich betone eigentlich, das ist eigentlich immer eine sehr, sehr gute Methode, um Rubine zu farmen. Vor allem Early. Sehr, sehr, sehr viele Rubine zu bekommen. Aber ich würde darauf verzichten, eben genau aus dem Grund, was ich vorhin gesagt habe. So, das platzieren wir mal da. Würde ich genau aus dem Grund, den ich vorhin gesagt habe, darauf verzichten, gegen den übermäßig zu kämpfen. Weil wenn wir gegen den kämpfen würden, uns da so ein bisschen Rubine gönnen und alles Mögliche, dann hat es natürlich nicht nur Vorteile, dann hat es auch den Nachteil, dass die Gegner alle aufleveln. Nein, 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 das kannst du ganz vergessen, du. Okay. Okay, ich habe den Eingang hier ein bisschen zu weit aufgemacht. Ein bisschen zu weit aufgemacht. So können wir den natürlich nicht schießen. Hui. Jawohl. Hier treffen wir. Jetzt einfach hin und her schlenkern. Einfach hin und her schlenkern. Und gucken, dass wir hier nach Möglichkeit wirklich so platziert sind, dass wir den kleinen Wächter hier treffen können. Und dann einfach hin und her schlenkern. Und immer wenn wir den treffen, frisst er natürlich Schaden. Wir können auch versuchen, den ins Wasser zu schubsen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder so ein bisschen hammermäßig, so hammermäßig drauf zu klopfen. Jetzt mach doch mal. Jawohl, jetzt kommt er näher ran. So, komm her, du. Gibt's das?
Jawohl, schön, schön, schön. Okay, jetzt haben wir ihn gekriegt. Komplett ohne Risiko. Das ist wirklich das A und O in so einer Challenge. Ich hätte jetzt natürlich einfach hier hingehen können, hätte mich dem stellen können und wie ein heroischer, heldenhafter Fuchs einfach auf den einklopfen können und ja, in der Hoffnung, dass alles gut geht oder mit der Zuversicht einfach, dass alles gut geht, dass wir den hier ohne Probleme rausnehmen. Aber es hätte zumindest die Möglichkeit gegeben, dass ich hier dann direkt gegen den einmal drauf gehe. Da bin ich knallhart, so ehrlich. Es hätte definitiv die Möglichkeit gegeben, dass ich irgendwie nicht aufpasse, unkonzentriert bin und gegen den hier aus Versehen sterbe. Vor allem, wenn die Rüstung nicht so sehr pralle ist. Im Master Mode ist es ja zum Beispiel auch so, dass die Gegner alle, wie gesagt, eins aufgelevelt sind und dadurch eben auch höhere Resistenzen haben. Da braucht man länger, um die klein zu kriegen. Man braucht mehr Waffen, um die klein zu kriegen, weil die Waffen natürlich tendenziell schneller kaputt gehen. Und das Ganze ist ehrlich gesagt, ist was runtergefallen. Das Ganze ist natürlich vor allem im allerersten Gebiet echt ungünstig, weil man da nicht so viele Waffen hat. Kann sich auch schlecht vorbereiten, um die ganzen Waffen sich anzusammeln und gut vorbereitet dann in die Kämpfe reinzugehen. Und das führt dann tendenziell schnell mal dazu, dass man einfach einen Kampf verliert, weil man keine Waffen mehr übrig hat. Weil man keine einzige Waffe mehr da hat, die man eventuell einsetzen könnte. Und das ist natürlich dann das riesengroße Problem, wenn man da unüberrascht erwischt wird. Da ist einfach mal ein komplettes Leben weg. Dann hätten wir jetzt hier unsere komplette Ausrüstung weghauen müssen, würden nackt durch die ganze Wildnis streifen und dann reicht es aus, dass man einmal ungünstig von einem Pfeil getroffen wird und schon ist das ganze Projekt, die ganze Challenge schon eventuell potenziell vorbei. Und das will man natürlich nicht riskieren. Das will ich nicht riskieren. Ich bin grundsätzlich immer ein relativ vorsichtiger Mensch. Wenn es im Prinzip darum geht, so, da gibt es richtig so eine Einteilung. Also es gibt High Risk, High Reward. Das bedeutet, das sind quasi Aufgaben, die ein hohes Risiko bergen, aber auch einen extrem großen Vorteil bieten, wenn man diese Aufgaben schafft. Das ist eigentlich im Normalfall, kann man das so sehen, in jedem einzelnen Spiel ein optionaler Endgegner. Hohes Risiko, man stirbt eventuell gegen den optionalen Endgegner, man muss ihn nicht besiegen, um das ganze Spiel zu schaffen. Aber wenn man so einen optionalen Boss angeht und plättet, dann kriegt man da natürlich Ausrüstung, eventuell Währung und alles Mögliche, damit man da eben einen riesigen Vorteil im Spiel bekommt, wenn man sich dieser Herausforderung gestellt hat und die Herausforderung auch noch geschafft hat. Das ist natürlich, das ist immer sehr verlockend. Super verlockend. Aber ich bin jemand, der eher sagt, wenn ich ein Ziel habe, dann möchte ich das Ziel auch erreichen. Und wenn es eine Möglichkeit gibt, das Ziel sicher zu erreichen und eine Möglichkeit, das Ziel auch zu erreichen, aber schneller, hingegen mit dem Risiko, dass es eventuell auch schief gehen kann und man einen extremen Nachteil davon trägt, dann entscheide ich mich im Normalfall wirklich eher für die Variante, die eventuell ein kleines bisschen länger dauert, aber dafür sicher zum Ziel führt.